zu den Vektoren in der Ebene. Wir starten sofort mit zwei Einleitungsaufgaben. In der ersten Aufgabe ziehen drei gleich starke Pferde längs dieser drei Kordeln unter diesen angegebenen Winkeln an diesem Angriffspunkt. Gleichzeitig ziehen diese zwei gleich starke Stiere längs diesen Kordeln unter diesem angegebenen Winkel am selben Angriffspunkt. Ein Stier ist doppelt so stark wie ein Pferd. Wer gewinnt? Die Pferde oder die Stiere? Um das zu lösen, müssten wir irgendwie die Pferdekräfte und die Stierkräfte darstellen. Hier ist eine Pferdekraft dargestellt durch diesen roten Pfeil, und da die drei Pferde gleich stark sind, sind die drei roten Pfeile auch gleich lang gezeichnet. Die zwei Stiere sind ebenfalls gleich stark. Also müssen ihre Kräfte durch zwei gleich lange Pfeile dargestellt werden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass ein Stier doppelt so stark ist wie ein Pferd. Also muss die Stierkraft dargestellt werden durch einen Pfeil, der doppelt so lang ist wie ein Pferdepfeil. Das ist auch hier so gemacht. Wie kann man jetzt diese fünf Kräfte miteinander verknüpfen? Das müssen wir lernen. Eine zweite Aufgabe: Eine Kugel rollt auf einer schiefen Ebene hinunter. Wenn die Gewichtskraft die einzige Kraft ist, die auf diese Kugel wirkt, woher kommt dann die Kraft, die die Kugel nach unten links zieht? Wir müssen also hier lernen, mit solchen Kraftpfeilen umzugehen. Und dazu führen wir jetzt den allgemeinen Begriff des Vektors ein. Dazu zuerst die Definition einer Translation oder auch einer Parallelverschiebung. Eine Translation TAA', hier angegeben durch das Punktepaar AA' und gekennzeichnet durch diesen roten Pfeil. Diese Translation TAA' der Ebene Pi, das ist eine Transformation TAA' von der Ebene Pi in die Ebene Pi, sodass ein Punkt P als Bild den Punkt P' hat. Und zwar genau so, dass das Viereck AA' P' P ein Parallelogramm ist. Zeichnen wir es. Der Punkt P' liegt hier, sodass das Viereck AA' P' P ein Parallelogramm bildet. Vorsicht, um ein Viereck zu beschreiben, dreht man immer um das Viereck herum. Man sagt also, das Parallelogramm AA' P' P oder auch das Parallelogramm P' P AA' oder auch P P' A' A. Man dreht immer herum um das Parallelogramm, aber niemals durchquert man es, um es zu beschreiben. Zum Beispiel A, A' P, P'. Da haben wir es durchquert. So beschreibt man ein Parallelogramm nicht, denn dieses Parallelogramm A, A' P, P', das wäre dieses da. Das ist A, A' P, P'. Das ist hier nicht gemeint, sondern A, A' P' P. Das heißt, das Bild von diesem Punkt P durch diese Translation A, A', das liegt schon da. Das ist der Punkt P'. Schauen wir noch für einen zweiten Punkt. Dieser Punkt Q hat als Bild durch diese Translation A, A' den Punkt Q', so dass A, Q, Q', A' ein Parallelogramm bilden. Jetzt können wir den Begriff des Vektors einführen. Ein Vektor ist die Menge der durch eine Translation bestimmte Punktepaare.
betrachten wir diese Translation A a prim. Und in der Ebene gibt es unendlich viele solche Punktepaare, die durch diese Translation bestimmt sind. Zum Beispiel der Punkt B hat als Bild B'. Wir haben das Punktepaar BB', Punktepaar CC', DD' und so weiter. Ein Vektor U, das ist die Menge von lauter solchen Punktepaare, die durch diese Translation AA' bestimmt sind. Man kann ein Vektor auch so definieren, ein Vektor U, das ist die Menge, deshalb die geschweiften Klammern, der Punktepaare PP', sodass P' das Bild von P durch die Translation T ist. Ein Vektor ist also die Menge all dieser Pfeile, die eigentlich schon durch einen einzigen dargestellt sind. So einen Pfeil nennt man einen Darsteller des Vektors U. BB' ist auch ein Darsteller des Vektors U. Man sagt auch, dass das nicht nur der Darsteller ist, sondern man sagt, das ist der Vektor U. Das ist der Vektor AA'. In der Ebene gibt es selbstverständlich unendlich viele solcher Vektoren und die Menge aller Vektoren der Ebene wird mit einem großen runden V beschrieben. Wir haben jetzt ein neues Arbeitsinstrument in der Mathematik. Wir wissen jetzt, was ein Vektor ist. Wie verknüpft man denn Vektoren? Genau das werden wir jetzt machen. Und zwar beginnen wir mit der Addition. Wie addiert man zwei Vektoren? Man zeichnet sie zuerst einmal mit demselben Ursprungspunkt, hier A. Angegeben sind also Vektor U und Vektor V. Und hier sind sie gezeichnet mit demselben Ursprungspunkt. Um U und V zu addieren, vervollständigt man zuerst einmal dieses Parallelogramm A, B, D, C. Und dann verbindet man den gemeinsamen Ursprung von U und V mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. So erhält man die Summe der zwei Vektoren U und V. So erhält man den Vektor U plus V. Man kann das auch so niederschreiben. Der Vektor U ist der Vektor AB. Dieser Vektor U kann also auch so geschrieben werden, wo A der Anfangspunkt des Vektors ist und B der Endpunkt des Vektors ist. Genauso ist der Vektor V gleich zum Vektor AC. Und die Summe von U und V ist dann also der Vektor AD. So, man kann die Summe zweier Vektoren noch anders definieren. Und zwar, man kann sie auch aufeinanderfolgend zeichnen, was bedeutet, dass der Endpunkt B vom ersten Vektor U gleichzeitig Anfangspunkt B des zweiten Vektors V ist. So sagt man, die beiden Vektoren seien aufeinanderfolgend. Und um zwei aufeinanderfolgenden Vektoren zu addieren, reicht es, den Anfangspunkt des ersten mit dem Endpunkt des zweiten zu verbinden. Auch das ist die Summe dieser zwei Vektoren U und V. Diese Summendefinition stimmt selbstverständlich mit der vorigen Definition überein. Diese Art, Vektoren zu addieren, hat aber einen Vorteil. Und zwar U plus V, das ist ja der Vektor AB plus der Vektor BC. Wenn man das so hinschreibt, dann braucht man keine Zeichnung, um zu erkennen, dass die zwei Vektoren aufeinanderfolgend sind. Denn der Endpunkt des ersten ist gleichzeitig der Anfangspunkt des zweiten. Und die Summe ist dann ganz einfach hier abzulesen.
Die Summe ist dann der Vektor a, c. In dieser Schreibweise brauchen wir also keine Zeichnung, um die beiden Vektoren zu addieren. Es ist clever, sie aufeinanderfolgend zu zeichnen. Übrigens, in dem Fall, wo die Punkte a, b und c kollinear sind, können wir die Definition des Parallelogramms gar nicht anwenden. Hier müssen wir schon mit aufeinanderfolgenden Vektoren arbeiten. Der Vektor ab plus der Vektor bc, das ergibt Vektor ac. Wie multipliziert man ein Vektor mit einer reellen Zahl? Um das zu definieren, unterscheiden wir unter vier Fällen. Wir werden also einen Vektor u multiplizieren mit einer reellen Zahl. Falls diese reelle Zahl streng positiv ist, sieht die Situation so aus. Das ist der angegebene Vektor u, und wenn er eine streng positive Zahl ist, dann zeigt er u in dieselbe Richtung wie der Vektor u, hier oben rechts. Die beiden Vektoren sind parallel zueinander und die Länge des Vektoren RU, das ist R mal die Länge von U. In dem Fall, wo die Zahl R gleich 0 ist, definieren wir 0 mal, egal welchen Vektor, das macht der Nullvektor, der Vektor, dessen Länge 0 ist. Also ist der Anfangspunkt vom Vektor gleichzeitig auch der Endpunkt. Wenn man also so nach rechts dreht, dann müsste dieser Pfeil hier rechts sein. Startet man von dem Punkt und fährt nach links, dann müsste der Pfeil hier links sein. Beides ergibt den Nullvektor. Und weil es egal ist, wo man den Pfeil zeichnet, zeichnet man ihn gar nicht, sondern man stellt den Nullvektor einfach durch eine Schleife dar. Wenn die Zahl r, die den Vektor u multipliziert, streng negativ ist, sieht die Situation so aus. Das ist der angegebene Vektor u und das ist der Vektor r mal u. Sie sind parallel zueinander. Der Vektor u zeigt nach oben rechts und der Vektor r mal u zeigt nach unten links. R ist diesem Vektor entgegengesetzt und die Länge des Vektors R mal U, das ist der Betrag von R mal die Länge von U. Ein besonderer Fall vom dritten, das ist, wenn die streng negative Zahl gleich minus 1 ist. Wir definieren weiter. U ist der Vektor AB, der Vektor minus U wird definiert als minus 1 mal U. Das heißt, wir nehmen diesen Vektor und drehen ihn einfach um. Der ist genau entgegengesetzt zu dem da. Wenn der Vektor u der Vektor ab ist, dann ist der Vektor minus u also der Vektor ba. So. Das heißt, wenn wir Anfangspunkt und Endpunkt vertauschen, dann haben wir den Vektor entgegengesetzt genommen. So multipliziert man einen Vektor mit einer reellen Zahl. Wie subtrahiert man Vektoren? Wir definieren die Subtraktion von dem Vektor u und v. Wir definieren u minus v. U minus v, das ist der Vektor u plus der Vektor minus v. U und V sind hier angegeben, sie haben den gemeinsamen Ursprung. Der Vektor minus V, der wurde gerade da oben definiert. Also um U minus V zu konstruieren, werden wir die Summe dieser beiden Vektoren konstruieren. Dazu müssen wir zuerst einmal den Vektor minus V zeichnen. Da ist er schon. Das ist der Vektor minus V. Ich habe sie hier gezeichnet mit demselben Ursprung. Um sie also zu addieren, reicht es, das Parallelogramm zu vervollständigen und den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms zu verbinden. Das ist also der Vektor u minus v.
Am Anfang wurden U und V angegeben mit dem gemeinsamen Ursprungspunkt. Diesen Vektor kann man schneller erhalten als durch diese Konstruktion, und zwar indem man ganz einfach die zwei Endpunkte von U und V verbindet und den Pfeil zum ersten Vektor der Differenz zeigen lässt. Der Pfeil zeigt zu U hin. Effektiv stimmen diese beiden Konstruktionen überein, denn durch diese Konstruktion erhalten wir diesen Vektor und durch diese Konstruktion erhalten wir genau denselben Vektor. Also nochmal, um zwei Vektoren zu subtrahieren, reicht es, sie mit dem gemeinsamen Ursprung zu zeichnen und dann die Endpunkte zu verbinden und den Verbindungsvektor zum ersten der Differenz hin zeigen lassen. Eben sagte ich, hier und da diese Vektoren seien parallel zueinander. Die Mathematiker nutzen eher den Wortschatz, sie seien kollinear. Kollineare Vektoren sind also so gesehen parallele Vektoren. Der Mathematiker definiert, zwei Vektoren U und V sind kollinear, wenn es eine reelle Zahl R gibt, sodass V R mal U ist. Also, wenn ein Vektor Vielfaches von einem anderen Vektor ist, dann sind die beiden kollinear, das heißt dann, dass die beiden Vektoren parallel zueinander sind. Wir wissen jetzt, wie man Vektoren verknüpft und möchten nun die Eigenschaften dieser Verknüpfungen untersuchen. Legen wir los. Eigenschaft 1. Man kann zwei beliebige Vektoren immer addieren und das Ergebnis ist ein Vektor. Eigenschaft 2. Bei der Vektorenaddition können diese Klammern einfach verschoben werden und wer Klammern verschieben darf, der darf sie auch ganz wegfallen lassen. Diese Eigenschaft nennt man die Assoziativität der Vektorenaddition. Untersuchen wir mal, was das genau bedeutet. Dazu werden drei beliebige Vektoren U, V und W angegeben in der Ebene. Ich habe sie hier mit demselben Ursprung gezeichnet. Diese Rechnung bedeutet, wir konstruieren zuerst U plus V. Tun wir das, ist gemacht. Und zu diesem Vektor U plus V wird jetzt noch der Vektor W addiert. Da diese beiden Vektoren denselben Ursprung haben, erhalten wir ihre Summe durch das Parallelogramm. Dieser Vektor ist also Vektor U plus V, zu dem wir W addiert haben. Okay, dann halten wir diesen Vektor mal fest. Also wenn wir die Summe so rechnen, erhalten wir diesen Vektor. Wir machen jetzt ein bisschen Platz für die zweite Summe. Diese da. Sie haben Post, Sir. Da kommt James, der bringt mir gerade Post. Es ist also eine Mail angekommen. Ich mache aber weiter. Wir wollten jetzt die Summe hier berechnen, indem man zuerst V plus W rechnet und dazu dann U addiert. Machen wir das. Zuerst rechnen wir V plus W. Das ist die vektorielle Summe von V und W. Und zu diesem Vektor V plus W sollen wir jetzt noch U addieren. Dieser Vektor und U haben denselben Ursprung, also finden wir ihre Summe durch Konstruktion des Parallelogramms. Und effektiv, der Vektor, den wir jetzt erhalten haben, das ist derselbe Vektor wie der von eben. Also sind diese beiden Vektoren gleich. Die Assoziativität ist somit bewiesen und wir können etwas Platz machen für die dritte Eigenschaft, die nochmal den Vektor 0 beschreibt. Es gibt einen ganz speziellen Vektor, der heißt Nullvektor und der ist so, wenn man zu einem beliebigen Vektor U in der Ebene diesen Nullvektor addiert, erhält man den Vektor U. Ob man den Nullvektor jetzt rechts von dem Vektor U addiert
oder ob man den Nullvektor links von dem Vektor u addiert. Es spielt keine Rolle, wir erhalten immer den Vektor u. Was also heißt, den Nullvektor addieren ändert nichts am Vektor u. Aus dem Grund nennt man den Nullvektor das neutrale Element der Vektorenaddition. Überprüfen wir das ebenfalls in einer Zeichnung. Der Vektor u wird angegeben als Vektor ab. Wir bestimmen jetzt zuerst Vektor u plus Nullvektor. Und dazu setzen wir den Nullvektor bei b an. U plus Nullvektor ist also Vektor u, Vektor ab, plus Nullvektor, Vektor bb. Diese beiden Vektoren sind aufeinander folgend. Ihre Summe ist also da abzulesen. Das macht Vektor ab und das ist der Vektor u. Also u plus Nullvektor ist schon mal u. Das machen wir weg. Jetzt schauen wir Nullvektor plus u und setzen den Nullvektor dieses Mal bei a an. Nullvektor plus u, das ist der Vektor aa, das ist der Nullvektor, plus Vektor u, hier ab. Diese beiden Vektoren sind aufeinanderfolgend, ihre Summe ist also hier abzulesen. Die Summe ergibt Vektor ab, das heißt der Vektor u. Diese Eigenschaft ist somit bewiesen. Eigenschaft 4. Für egal welchen Vektoren u in der Ebene gibt es den Gegenvektor minus u in der Ebene, sodass u plus minus u das neutrale Element der Vektorenaddition ergibt. Ob man minus u jetzt rechts zu u addiert oder links zu u addiert, das spielt keine Rolle. Auch diese Eigenschaft werden wir überprüfen. Angegeben wird der Vektor u, Vektor ab, und jetzt berechnen wir zuerst einmal u plus minus u. U plus minus u, das ist Vektor ab plus Vektor minus u, das ist der Vektor ba. Diese beiden Vektoren sind aufeinanderfolgend und ihre Summe ist hier abzulesen. Das ergibt also den Vektor aa, der Vektor, von dem der Endpunkt dasselbe ist wie der Anfangspunkt. Das kann nur der Nullvektor sein. Okay, jetzt rechnen wir es andersrum. Minus u plus u, der Vektor minus u, das ist der Vektor ba. Der Vektor u ist der Vektor ab. Sie sind aufeinanderfolgend und die Summe ist hier abzulesen. Die Summe der zwei Vektoren ist also dieser Vektor bb, dessen Anfangspunkt mit dem Endpunkt übereinstimmt. Das ist der Nullvektor. Eigenschaft ist somit bewiesen. Wir kommen zu Eigenschaft 5, und zwar die Kommutativität der Vektorenaddition. Auch das werden wir überprüfen. Angegeben werden diese beiden Vektoren u und v. Konstruieren wir die Summe von u und v. Dazu vervollständigen wir das Parallelogramm und verbinden den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. So. Wenn wir aber jetzt v plus u berechnen, v plus u, dann vervollständigen wir wieder das Parallelogramm und verbinden den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. Natürlich ergibt das dasselbe. In dieser Auflistung der Eigenschaften erkennen wir genau die Eigenschaften, die aus R plus eine kommutative Gruppe machen und aus R0 mal ebenfalls eine kommutative Gruppe machen. Und hier können wir deshalb schlussfolgern, dass die Menge V versehen mit der Operation plus ebenfalls eine kommutative Gruppe bildet. Jetzt machen wir etwas Platz für die nächste sehr, sehr wichtige Eigenschaft, und zwar: Ein beliebiger Vektor AB in der Ebene kann immer zerlegt werden in eine Differenz von zwei Vektoren, die denselben Anfangspunkt haben. Diese Zerlegungsformel hier nennt man Formel von Schal, zu Ehren des französischen Mathematikers Michel Schal,
Man liest Schal und nicht Schassles. Wir werden jetzt die Formel von Schal auf zwei Arten beweisen. Angegeben sind die zwei Vektoren OB und OA. Konstruieren wir zuerst die Differenz dieser beiden Vektoren OB minus OA. Da sie denselben Ursprung haben, reicht es, die zwei Endpunkte zu verbinden und den Differenzvektor zeigen zu lassen zum ersten der Differenz hin, das heißt zu OB hin. OB minus OA muss also dieser Vektor sein. Und somit haben wir schon bewiesen, dass man einen beliebigen Vektor AB immer zerlegen kann in eine Differenz von zwei Vektoren mit demselben Ursprung O. Ganz egal, wo sich dieser Ursprung O in der Ebene befindet, OB minus OA, das ergibt immer den Vektor AB. Man kann es auch rechnerisch aufschreiben, denn OB minus OA, das ist genau dasselbe wie OB plus AO. Wenn man Anfangspunkt und Endpunkt eines Vektors vertauscht, dann nimmt man den Vektor entgegengesetzt. Da die Vektorenaddition kommutativ ist, dürfen wir diese beiden Vektoren vertauschen. Das ergibt also AO plus OB. So. Und AO mit OB, die sind aufeinanderfolgend und ihre vektorielle Summe ist hier abzulesen. Diese Summe ergibt also AB. Wir haben somit bewiesen, OB minus OA ist dasselbe wie der Vektor AB. Wichtige Formel von Schal. Machen wir jetzt wieder Platz für die nächste Eigenschaft. So, Eigenschaft 7. Die Multiplikation eines Vektoren mit einer Zahl ist distributiv gegenüber der Vektorenaddition. Überprüfen wir. Wir haben wieder zwei Vektoren U und V und konstruieren zuerst ihre Summe. Parallelogramm und fertig. Jetzt zeichnen wir den Vektor R mal U und den Vektor R mal V. So. Ich habe das hier mit Schieberegler gemacht, so, dass ich die Zahl R schön einstellen kann. Lassen wir sie mal auf 3 stehen und konstruieren jetzt die Summe von RU und RV. Durch das Parallelogramm ergibt das diesen Vektor. Und dieser Vektor ist hier für R gleich 3 genau das Dreifache von U plus V. Einmal, zweimal, dreimal. Das passt. Also selbstverständlich ist dreimal der Vektor U plus V dasselbe wie dreimal U plus dreimal V. Und diese Idee kann man sofort verallgemeinern. Das funktioniert für egal welche Zahl R. Okay, das machen wir alles wieder weg für die nächste Eigenschaft. Eigenschaft 8. Hier haben wir ebenfalls eine Distributivität, dieses Mal aber gegenüber der Zahlenaddition. R plus S mal U, das ist dasselbe wie der Vektor R mal U plus Vektor S mal U. Wieder überprüfen wir durch eine Zeichnung. Das ist der Vektor U. Als Beispiel habe ich hier den Vektor 3 mal U gezeichnet und hier den Vektor 2 mal U. Das ist der Vektor 5 mal U. Und selbstverständlich ist der Vektor 3 mal U plus 2 mal U der Vektor 5 mal U. Diese Eigenschaft ist evident. Natürlich ist der blaue Vektor 3U plus der grüne Vektor 2u gleich zu dem Vektor, der jetzt versteckt ist, darunter, das heißt zu dem lila Vektor 5u. Und die 5 ist 2 plus 3. Auch diese Erkenntnis lässt sich sofort verallgemeinern. Ein wenig Platz für die 9. und vorläufig letzte Eigenschaft. Wir haben hier so eine gemischte Assoziativität. Hier können wir wieder Klammer verschieben,
Aber da oben ist es zweimal dieselbe Operation plus Zwischenvektoren. Auch da plus Vektorenaddition. Hier aber geht es um verschiedenartige Produkte, denn das hier ist das Produkt zwischen zwei reellen Zahlen. Und das hier ist das Produkt eines Vektors mit einer reellen Zahl. Das hier ist das Produkt des Vektors u mit der reellen Zahl s. Das ergibt ein Vektor. Und das ist dann wieder das Produkt dieses Vektors mit der Zahl r. Trotzdem kann man diese Klammern so verschieben. Man nennt das eine gemischte Assoziativität, weil es hier verschiedene Produkte gibt. Überprüfen wir das wieder anhand einer Zeichnung. Da ist der Vektor u, da ist der Vektor 3 mal u. Und wenn wir diesen Vektor 3u zweimal nehmen, das heißt einmal und dann noch einmal, so, dann erhalten wir effektiv den Vektor 6u. So, das heißt, zweimal Vektor 3u ist selbstverständlich 2 mal 3 mal Vektor u. Hier machen wir jetzt noch etwas Platz für eine letzte Bemerkung. Und zwar, der französische Mathematiker Michel Charles hat eigentlich nicht den Grundstein zur Vektorenrechnung gelegt. Das hat ein deutscher Wissenschaftler gemacht, und zwar Hermann Günther Grassmann. Er hatte die ursprüngliche Idee, zwei aufeinanderfolgende Objekte irgendwie so zu addieren, um dann diese Antwort zu erhalten. Er hatte aber leider nie einen Durchbruch in der Mathematik erlebt, war darüber enttäuscht und ist dann zur Germanistik umgestiegen. Aber trotzdem, hier sollte festgehalten werden, dass es seine ursprüngliche Idee war. Und diese ist insbesondere dann günstig, wenn man mehrere Vektoren addieren möchte, wie zum Beispiel in der Physik. Wenn man mehrere Kräfte addieren möchte, dann ist es sehr clever, sie aufeinanderfolgend zu zeichnen. Denn um sie dann zu addieren, geht das ganz rasch. Denn der Vektor AB plus Vektor BC, die sind aufeinanderfolgend, das ergibt den Vektor AC. Dieser Vektor AC plus CD, die sind wieder aufeinanderfolgend, das ergibt dann AD, plus DE, dann ergibt das AE und so weiter. Also, um mehrere aufeinanderfolgende Vektoren zu addieren, genügt es, den Anfangspunkt des ersten mit dem Endpunkt des letzten zu verbinden. So. Und diese geometrische Konstruktion geht viel schneller als die mit den nacheinander folgenden Parallelogrammen.